aber sehr. In der Wolke aus Wolle. Hier bleibe ich. Und träume was! Vorlage ist das Buch Die Abenteuer des starken Vanya von Ottfried Preußler. Und ein Buch, das mir selber auch sehr wichtig ist, das ich als Kind sehr intensiv gelesen habe. Und da Preußler sich selber schon sehr im Sagenschatz und im Märchenschatz der russischen Sagen bedient, erlauben wir uns ein paar kleine Freiheiten, aber das große Thema, also diese Geschichte, der, was ist das für ein Typ, der da Zar wird und was für einen Weg hat er zurückzulegen, da sind wir sehr nah dran geblieben. Für mich ist das große Thema, dass da einer Zar wird. Ich bin eigentlich sehr demokratisch eingestellt, deswegen habe ich mit so einem Plot Schwierigkeiten erstmal. Aber wenn ich mir dann überlege, also was muss ein Mensch für Eigenschaften haben, was muss der erleben, damit er zu Recht Zar wird? Also was macht ihn zu was wirklich Ungewöhnlichem? Wenn seine Zeit gekommen ist, es gibt interessanterweise in England eine ganz lange Tradition von Komponisten, die Kinder, Musiktheater für Kinder schreiben. Also eigentlich jeder ernstzunehmende Komponist in England muss ein Musiktheater für Kinder geschrieben haben. Und da gibt es großartige Werke, die überhaupt nicht billig daherkommen oder einfach. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass sich die Empfindung von Musik von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern gar nicht sonderlich unterscheidet. Einfach muss es nicht unbedingt sein, aber es hat, ich glaube schon, also ich mag immer gern, wenn es einen starken Impuls hat und im Grund eigentlich auch, wenn es eine freundliche Oberfläche hat, also wenn im Grund die Musik leicht zu verstehen ist. Ich möchte natürlich trotzdem möglichst so profund sein, wie es mir möglich ist, aber ich möchte auch gern verstanden werden. Ich habe nur ein silbernes Dreikopekenstück, aber das ist mir mehr wert als der größte Schatz der Welt. Und diese alte Rüstung fiel mir zu. Das ist die Rüstung des